Und damit herzlich willkommen zurück hier bei UpToDate. Ihr seht schon, es hat sich einiges verändert. Die neue Leitung hat die Farbe jetzt geändert von blau auf grün. Aber nicht nur das. Nein, wir haben auch noch ein bisschen mehr für euch. Wir haben jetzt noch Hitbox im Angebot. Wir haben einige neue Formate für euch im Angebot. Aber der Rest bleibt. Wir versorgen euch jetzt wieder täglich mit News. Bleibt wieder UpToDate mit uns. Auf Facebook und natürlich auch auf gameplay.de, selbstverständlich. Also alles bleibt beim Alten, nur im neuen Look. 2560. Spartan 11. Noch immer den alten Look hingegen hat unser Master Chief, der im Übrigen auch bald wieder auf die heimischen Konsolen kommt und dort mit Halo 5 viele wartende Fans der Reihe zu erfreuen. Natürlich ließ es sich Microsoft nicht nehmen, kurz vor dem Release einen epischen Trailer rauszuhauen, den ihr natürlich in voller Länge in der Beschreibung und auf gameplay.de findet. Epische Längen erwarten euch übrigens auch bei Just Cause 3. Ja, es gibt bald einen neuen Teil und ja, es ist wieder Rico und ja, er tritt wieder gegen Diktatoren an, beziehungsweise gegen einen Diktator. Was sich allerdings geändert hat und wie ihr diese 1000 Quadratkilometer große Spielwiese eure sprengstoffgespickten und schusswaffenballernden Spektakels am besten nutzen könnt, das lest ihr bei uns auf gameplay.de in der Preview, denn da verraten wir euch nämlich noch zusätzlich, was es mit dem asynchronen Multiplayer auf sich hat und warum der so genial ist. Also checkt unten in den Kommentaren einfach mal den Link direkt zur Preview. Episch enttäuscht waren die Fans der Zelda-Saga, als sie auf der E3 feststellen mussten, dass kein neuer Teil für die Wii U erscheinen wird. Stattdessen erhalten nur die 3DS-Besitzer neues Futter in Sachen Fortsetzung. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Witzige Kostüme, neue Möglichkeiten und vielleicht ein neuer Meilenstein dieser Saga? Na, das müsst ihr schon selbst entscheiden. Der Link zum Link zu, okay, also den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Erst kaufen wir uns das Spiel und danach den Sieg. Ist das die Art und Weise, wie man heutzutage Spiele generiert? Scheinbar schon. Traut man dem Development Director bei Assassin's Creed Syndicate? Denn dort ist man der Meinung, dass es die Möglichkeit geben sollte, ähnlich wie bei Black Flag damals, sich Spielinhalte einfach zu kaufen. Wie zum Beispiel mächtige Waffen oder einfach Storyline-Fortschritte. Puh, ob das wirklich so sein muss? Was ihr dazu sagt, wir unterhalten uns unten einfach mal in den Kommentaren. Ich habe meine Meinung dazu. Mehr Zeit hingegen haben nun die Beta-Spieler von Rainbow Six Siege, denn nach einigen Berichten zu misslungenem Matchmaking reagierte Ubisoft prompt mit einer Ausweitung der Beta-Phase bis zum heutigen Tag. Nun, das bringt euch jetzt vielleicht nicht mehr allzu viel, dennoch werdet ihr im Nachhinein sicher von diesem Schritt profitieren und ein besseres Matchmaking in der finalen Version erhalten. Ein Schritt, den so manches Panzerspiel ebenfalls hätte gehen sollen. You alright? Yeah, all good. Da wir gerade bei Terminen sind, Ladies und Gentlemen, Tony Hawk's Pro Skater 5. Ja. Scheinbar gibt es doch eine Erklärung für dieses Bugfest an Release-Crap, der uns vor die Füße geschmissen wurde. Denn, wenn man mal genau hinsieht und den Vertrag mit Tony Hawk beobachtet, der ja jetzt am 30.09. endete, hätte man zumindest eine Erklärung dafür, warum Tony Hawk's Pro Skater so aussah, wie es aussah. Wäre Tony Hawk's Pro Skater nämlich nach dem 30.09.2015 erschienen, nach diesem 13 Jahre langen Vertrag mit Tony Hawk, dann, jetzt passt auf, hätte Tony Hawk's Pro Skater nicht mehr Tony Hawk's Pro Skater heißen dürfen. Das heißt, prügelt raus, was ihr habt, dann haben wir zumindest den Namen. Großartig. So, meine Lieben, aber auch bei uns ist für heute erstmal wieder Sense. Wir müssen zwar keine vertraglichen Fristen einhalten für heute, außer natürlich den Sonntag, an dem natürlich wie immer und jetzt auch zukünftig wieder UpToDate für euch erscheinen wird, hier auf Facebook und natürlich auch hier für alle YouTuber. Vielleicht irgendwann auch mal für alle Hitboxer.
Aber bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal einmal zu abonnieren, denn da geht's auch wieder munter weiter mit neuen Formaten. Vergesst auch nicht, Hitbox nochmal wieder mit euren Klickwut mit aufzunehmen und natürlich auch regelmäßig wieder hier vorbeizuschauen, denn hier unterhalten wir uns nämlich persönlich nochmal ein bisschen. Puh, es war ganz schön viel Gerede, ja. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Lasst euch die nächste Woche nicht lang werden und dann sehen wir uns nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt Aua. Up to date. Genau. Macht's gut. Ja, diesmal allerdings auf einem 1000 Quadratmeter Kilo. Geht man jetzt nach Assassin's Creed Syndicate, scheint es wohl zu neuen Devise der Game Maker geht, die Mikro bei Mikro Transition. Die Frage ist, was sind Mikro Transitions? Ja, dort wird es wieder Mikroorganismen geben. Mikroorganismen. Verdammt! Gut! Endlich Mikroorganismen in Syndicate. Geil, wir haben lange darauf gewartet. Jetzt sind sie da.